Herzlich willkommen zurück zu Metro 2033. Ja, und die vorwärts, meine Soldaten. Große Taten reden hier wahrscheinlich das gleiche. Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich wie in beim letzten Mal. Und wir müssen jetzt folgen. Aber ich gehe mal hier rein erst. Denn hier kann es ja noch was geben. Wie hier zum Beispiel. Wunderbar. Ja. Die warten schon auf uns dann. Hier könnte man nochmal. Ne, könnte man nicht. Hier ist auch noch ein Funkgerät. So, das war's dann hier. Es ist wirklich ganz schön dunkel. Ich mach mal kurz ein bisschen Saft. Lege die Schalter hier rum. Ja, ja. Ich bin noch hier hinten, Jungs. Hallo? So, und mir ist aufgefallen bei den letzten Videos, dass das, der Ton mit dem Schießen hier und so, dass das ein bisschen asynchron war. Ich weiß jetzt nicht, ich habe eigentlich an meine ganzen Einstellungen bei Fraps und so nichts. Ich versuche jetzt mal mit, ich habe jetzt mal auf Stereo umgeschaltet. Da kann man ja einmal Multichannel. Bis jetzt habe ich immer mit Multichannel aufgenommen. Das war bis jetzt auch immer okay gewesen. Aber da dies jetzt hier asynchron war, etwas. Hier liegt ein Bein. Und hier liegt noch etwas Kohle. Habe ich es jetzt mal auf Stereo gestellt und ich hoffe mal, dass es jetzt dann nicht mehr so asynchron ist. Wenn es dem so sein sollte, dann weiß ich jedenfalls, woran es lag. Ansonsten keine Idee. Falls jemand anders eine Idee hat, woran es dann liegen könnte, schreibt mir in die Kommentare. Wäre sehr nett. So, ich gucke hier drüben nochmal. Weil hier geht nämlich auch gleich, ja, soll ich hier schon was machen? Ja. Hier soll ich wahrscheinlich den Hebel drücken. So, und da drüben wahrscheinlich auch. Und jetzt ist noch ein Hebel. Uiuiuiuiuiuiuiui. Verdammt! Was denn? Ich war's nicht. So. Ach, da haben wir auch noch einen vergessen. Ich gehe nicht. So. Ist so dunkel und unheimlich da drin. Ja, da ist auch ganz schön dunkel. Gruselig. Scheiße! Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ja. Ist ein großes Zeichen. Pass auf, wo du hinlatscht. Das ist kein Zeichen. Aber soll ja Glück bringen, ne? Aber ich glaube mal wenn nicht. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Genau. Und man hört's auch schon. Ich gehe mal weiter zurück. Angriff ist die beste Verteidigung. Den haben sie. Da kommen aber gleich noch mehr. Du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Lad mal schnell nach. Gucken mal, wie viel Muni wir hier haben. Da haben wir echt mehr. Nehmen wir mal die. Ich bleib mal bei ihm hier oben lieber. Er schießt natürlich mit Schrot. So. Mein Gott, was ist hier los ist. Geht ja ganz schön ab heute hier. Ja, jetzt wollen die alle natürlich hier hoch, weil ich hier oben stehe. Denke ich mal. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ullmann, ich wünschte, Sie würden diese albernen... Noch einer. Ja, schießt mal alle.
Lassen wir das gehen wir endlich mal weiter hier. Halt die Klappe. Wir werden es schaffen. Wir gehen in Los Angeles. Ach, der hat mir auch. Uiuiui. Ich komm mal zu dir hier lieber wieder. Mann, so schmaler Gang. Platz. So ein toller Ort, um Pilze zu züchten. Wird gleich wieder gespeichert. Ja, ich hoffe mal, ist aber schön hier, wenn hier mehrere sind. Da brauche ich nicht alles alleine machen. Sehr angenehm. Also, da ist die Chance zu überleben natürlich wesentlich viel größer. Wieso trägt er eine Gasmaske? Frage ich mich jetzt gerade. Der nicht. What? Jetzt kommen sie wieder. Ich drehe mich mal hier ein bisschen, weil ich schätze mal, weil ich das Spiel spiele, wollen die meisten auf mich los. Was natürlich nicht sehr nett ist. Naja, ich kann eh nur einmal sterben. Ja, das stimmt allerdings. Anscheinend sind wir durch. Schaut mal, was hinter dieser Tür ist. So. Aber ich hab nicht so... Aufpassen. Ach, jetzt geht das wieder los. Moment. Boris! Mein Freund, warum? Stepan, es reicht. Du kannst ihm nicht helfen. Stepan, so, jetzt habe ich mal den Telefonhörer abgenommen, dass hier wirklich keiner mehr anrufen kann. Diese Bastarde. Boris, ich schwöre dir, dass es auch immer passieren muss, wenn ich aufnehme. Unmöglich. Ja, der ist wohl hin. Ich geh mal jetzt weg. Ich kann dir nämlich seine Munition rauben. Brauche er ja nicht mehr, ne? So. Und das war auch schon... Es war ein Verlust nach dem anderen. Gott. Und der Tod eines jeden, der dabei half, meine Heimatstation zu verteidigen, war ein Nadelstich in meinem Herzen. Okay. Vor uns liegen eine Pumpstation und ein Abwasserteich. Kann natürlich auch sein, dass das mit dem Asynchron durch diese Ladedinger hier... Okay. Passiert. Moment mal. Was ist hier? Ich muss hier gucken. Bevor ihr hier... Aha, hab ich da hier noch was? Noch ein bisschen mehr. Dass es hier noch was gibt. So. War hier drüben noch was? Nein. Offen. Okay. Gasmasken auf. Naja, unsere neue schicke Gasmaske. Ich hoffe, die hält auch mal ein bisschen länger wie die anderen sonst. 13 Ullmann, haben wir mal bloß. 13 überprüfen Sie den Teich. Auch nicht so viel, aber ist euch mal was aufgefallen? Also wenn ihr das Spiel spielt, kauft wirklich zum Anfang gleich so viel Filter, wie ihr könnt. Weil bis jetzt, das war nur zum Anfang mit den Filtern kaufen. Alles frei. Gehen wir. Soweit ich mich erinnere. Falls nicht stimmt, tut es mir natürlich leid. Aber ich erinnere mich eigentlich nur am Anfang haben wir Filter gekauft. Ansonsten nur gefunden. So, hier geht... ich erinnere mich. Hier kommen gleich auch irgendwelche Mistmann. Was tun wir jetzt? Da unten die kommen gleich von überall. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Jetzt speichert er auch extra ab, wenn es hier gleich abgeht. Ja, man hört es schon. Und die kommen natürlich auf mir hier, also zu mir. Weil, seht ihr das?
Obwohl da der da steht, lässt er den links liegen. Die nicht natürlich leben. Und noch eine neue Gasmaske. Kleines Mistvieh. Ich nicht mal in Ruhe gucken. So, war's das. Aber unsere Gasmaske hat ja keinen Schaden genommen. Problem brauchen wir auch nicht. Jetzt kommen nochmal welche. Wie prima. Ja. Will er wieder auf mich gehen? Ist ja wieder sowas von klar. Und. Wieso bin ich? Ich bin doch gar nicht gestorben. Da unten ist ein Verstehe ich gar nicht. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Muss ich aufpassen, Da kommt einer. Muss ich aufpassen, dass die nicht sterben, oder wie? Das ist mal ganz Neues. Oder muss ich eine gewisse Anzahl an Viechern töten? Ich weiß es nicht. Kommt hierher. Vielleicht war ich zu inaktiv. Vorsicht, oder? Männer! Vor Scheiße! Feuer frei! Oder habe ich aus Versehen? Nee, man kann doch keine Kollegen erschießen. Von allen Seiten wirst du hier. Das ist echt schlimm. Ich hoffe mal, dass jetzt okay war. Meine Güte. Ja, anscheinend war ich zu inaktiv vorhin. Da hat das Spiel gemeint, nee, so geht das nicht. Also du musst hier schon diese Tür führt nach der ein bisschen mitmachen. Sind wir da? Sieht ganz so aus. Ich wechsle mal in den Filter. So. Scheiße, abgeschlossen. Ich bin nicht überrascht. Irgendwo muss eine Steuereinheit sein. Vorhin hatten wir doch 13 Filter. Wieso hatte ich denn jetzt bloß noch 10? Hat er jetzt 3? Wieso ich denn wieder? Bist du in Ordnung, Artyom? Gut, wir versuchen zu dir zu kommen. Oh ja. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück. Das mit 10 Filtern. Ich weiß jetzt gar nicht, so. War das? Ey, das ist aber gut hier. War das vielleicht ein Unsterblicher oder so? Auf jeden Fall ist der, hat der lilane Beine oder so. Boah, was hält der aus, ey? Alter Schwede. Ist das eine neue? Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Da gab's Viecher. Man hätte jetzt auch einfach weiterrennen können. Das ist richtig.
Aber da wechseln wir jetzt mal auf die Schrot. Ich glaube, da haben wir da ein bisschen mehr. Ah, hier haben wir auch ein bisschen Zeug wieder. Da haben wir da ein bisschen mehr Power. So, von da kam... Ich glaube, jetzt kommt gleich wieder einer. Ich glaube, mich zu erinnern. Durch die Tür da. Boah, Leute. Ja, man kann die Türen zu... aufschießen. Und hier liegt noch Zeug. Wieso kann ich denn die Filter hier nicht nehmen? Ist ja echt scheiße. Hier lang? Boah, ist ein bisschen verwirrend. Warte mal, oder ist, ah ja. Ah, hier ist noch eine Tür. Da wollte ich eben noch reinschauen. Bisschen verwirrend ist das hier schon. Hier ist auch noch eine Tür. Ah. Hier gibt es auch ein bisschen Zeug. Toilette sozusagen. Ah ja, von hier kam er. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann geht's quasi. Ich dachte jetzt schon, das wäre jetzt hier wieder ein Haufen Gänge, wo man nicht durchsieht, wie man alle dann erstmal abklappern muss. Aber scheint ja doch ganz. Ah ja. Jetzt geht's runter in die grüne Suppe. Ach, der tut automatisch die Filter benutzen. Aha. Tja, die Frage ist nur... Was? Da müssen wir auf jeden Fall lang. Und hier? Was ist hier? Hier ist bloß gut eine Sackgasse. Da wird ja auch nichts sein, außer ein leuchtender Pilz, der uns ja ein bisschen Licht gibt, aber hier oben... Hier oben ist doch ein Loch. Da komme ich nicht hin, okay. Jetzt heißt es diesen Gang hier noch. Ah, haben sie auch eine Sackgasse gemacht, also wissen wir schon mal, dass wir auf jeden Fall hier lang müssen. Und hier irgendwo so ein Vieh ist. Ah, da unten. Und Moment mal. Halt, lass mich mal zurück. Ja, jetzt kommt der auch noch. Ja, der war nicht so stark wie der andere. Besser ist das. Und ich wollte eigentlich ein bisschen Strom, damit es ein bisschen heller ist, sonst seht ihr ja gar nichts. Ich habe nämlich in dem einen Video mal gesehen, wo ich die Lampe aus hatte und dann noch das Licht da ausmachen gemacht habe, was da war. Und das war ja, aber hier kommen noch ein paar, keine Angst. So, dann gucken wir erstmal. Gehen wir erstmal hier rum. Ich schätze mal, was so gedacht ist. So. Könnt jetzt hier runterspringen. Mach ich auch mal. Ja gut, bisschen Kohle. Ich hoffe, ich komme dann auch noch wieder da hoch. Ich weiß nämlich jetzt ja nicht. Muss ich da lang? Aber da gab es doch bestimmt noch was da oben. Ja, da falle ich runter, eindeutig. Aber das können wir ja. Wir können ja ruhig mal hier runter. Nee, jetzt bin ich tot, ja. Nee. Junge. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Jetzt muss ich den nochmal töten. Ah, die Munition haben sie mir nicht wiedergegeben, oder? So,
So, ich werde mal... Okay, dann machen wir es anders. Wir gucken uns erst oben um und dann springen wir da runter. So, Strom. Jetzt eine Weile halten. Okay. Ja, ja. Not ohne Ende. Na komm her hier. Wir gehen mal hier zurück, der kommt ja dann wieder hierher. Komm, komm, komm. Na komm. Kommt er jetzt nicht hierher? War ja nicht auch noch ein Loch irgendwie? Komm schon. Ja, der kommt dann wahrscheinlich aus dem Loch hier gleich wieder raus. Oder da hinten. Hier Pfeile. Also wir gucken uns jetzt erstmal hier oben um. Wie gesagt. Ob es hier irgendwas gibt. Ah ja. Hier gab es ein bisschen was. Sehr schön. Jetzt könnte man ja direkt hier runterspringen, aber da vorne liegt ja auch noch einer. Also, ui, war der Weg vorhin auch so schmal? Also gehen wir nochmal zurück. Das Vieh hat jetzt wohl keine Lust zu kommen. Ich weiß es nicht. So. Er hatte hier noch 18... Ne, hier wollte ich nicht lang. Hier. Ja, und wusste ich gar nicht, dass die Filter sich automatisch... Das ist mir auch jetzt neu. Ist das jetzt durch unsere stärkere... Ah ja, jetzt kommt er natürlich noch, ne? Oder wo? Wollte er mich jetzt zum Ende noch fertig machen? Jetzt kam er gar nicht. Hm, sehr merkwürdig. Aber er kommt bestimmt noch. Ah, da sind die anderen. Wir haben Stella. Ja, ja. Mist. Hey, Ruhe. Was ist denn? Ein Geräusch aus dem Tunnel. Hört ihr es nicht? Da kommt etwas. Ja, hier, ich höre hier andauernd Geräusche. So, muss ich hier wieder was machen? Ah, hier könnte man nochmal die Gasmaske wechseln, wenn sie angeschlagen wäre. Ah, ein Zug. Was zur Hölle? Sieht nach einem automatischen System aus. Ja. Das schaue ich mir mal an. Tja. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl dabei. Ich auch Zug fahren. Alles klar. Ich bin der Zugführer. Es gibt keinen anderen Weg. Ja. Und hier gibt es aber auch keine... geh mal weg. Keiner was hier liegen lassen. So, da hinten kam ich hier. Nächster Halt, der 6. So, jetzt geht's los. Nächster Halt, D6. Okay. Also nicht F6, sondern D6. Yay. Wir waren jetzt nah an D6. Kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden hatten. Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Genau. Gasmasken, schnell! Artyom, nimm ja, meinen Ersatzfilter. Ja, danke. Jetzt haben wir 8 Stück dazu. Und jetzt wollen wir es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Und bewegen kann ich mich nicht. Meine Füße sind festgeklebt. Kann ich jetzt auch mal laufen wieder?
Ja, danke. Und ich glaube mich zu erinnern, jetzt hat er gespeichert. Das ist gut, dann mache ich hier eben mal schnell einen Schnitt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.